So, und jetzt wenden wir diese zwei Forderungen an, um zu schauen, was die Rolle von Quantenfeldern in der relativistischen Theorie ist. Also die Grundfrage ist jetzt, wie erfüllen wir diese zwei Bedingungen, 1 und 2, wenn dieses L-Int von x ist irgendeine Kombination wieder von Erzeugern und Vernichtern. So, wie machen wir das? Gut, die Antwort gebe ich Ihnen jetzt, und zwar in zwei Schritten. Wir erfüllen als erstes mal die erste Gleichung, die noch einfacher ist und die der Translation entspricht und die auch in nicht-relativistischen Theorien eine sinnvolle Forderung ist. Und dafür machen wir folgende Konstruktion. Konstruktion 1. Und zwar definieren wir eine Art Fourier-Transformation von den Erzeugern und Vernichtern. Phi nenne ich jetzt Phi minus von x, ist definiert als eine Fourier-Transformation, aber mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß dp-Schlange von a von p mal e hoch minus i px. Also das ist hier in meiner Schreibweise, wenn ich px schreibe, meine ich immer ein Vierer-Skalarprodukt, also p μ mal x μ, Lorentz-invariant kontrahiert. Aber ich werde die Indizes nicht wieder aufschreiben. Aber wir integrieren nur dreidimensional mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß, wo dann die Nullkomponente p0, die hier auftaucht, immer durch diese Wurzel p² plus m² ersetzt wird. So, also da kriegen wir jetzt butterweich aus so einem Vernichter eine x-abhängige Größe. Und Minus bedeutet eben, dass wir hier einen Vernichter haben und hier ein Minus. Analog können wir auch phi plus definieren und jetzt bitte plus von Decker unterscheiden. Ist gleich Integral dp Schlange von a Kreuz von p mal e hoch plus ipx. So, das ist also x-abhängig. Aber Fourier-Transformationen kann man viele bilden, ob die physikalisch sinnvoll sind, ist noch unklar. Aber schauen wir mal an, welche Eigenschaften diese Größen jetzt haben bezüglich Translation. Wir haben nämlich folgende wunderbare Eigenschaft. Wenn wir hier eine Translation machen, u von 1, a, angewendet auf beispielsweise phi plus von x und dann u Kreuz von 1, a, was erhalten wir dann? Dann erhalten wir ein explizit eingesetzt dp-Schlange-Integral mal a von p. Und was macht dieses a Kreuz von p? Was macht das, wenn wir es von rechts und links mit u und u Decker multiplizieren? Das hatten wir vorhin hergeleitet. Nämlich dieses a Decker wird dann einfach multipliziert mit der Exponentialfunktion e hoch i p mal a. Ja, hatten wir vorhin hergeleitet. Das heißt, in der Translation verhält sich der Erzeuger so, dass er einfach mit einer Exponentialfunktion multipliziert wird und die enthält den Impuls und die Translation im Exponent. So, das ist also das, wenn ich ausrechne, das Produkt mit u und u Decker. Und dann kommt hier noch von der Definition ein e hoch i px hinzu. So, und jetzt sehen Sie, dass ich das kombinieren kann. Die Exponentialfunktionen werden einfach zu e hoch i px plus a. Und dann ist das gleiche i phi plus an der Stelle x plus a. Das heißt, unter Translation verhält sich diese x-abhängige Größe genau wie es sein soll.
nämlich genauso, wie wir es auch von der Lagrange-Dichte gefordert haben. Das heißt, was wir hier erreicht haben durch diese einfache Konstruktion, ist, dass wir jetzt Größen kennen, nämlich Phi plus und Phi minus, die das richtige Translationsverhalten haben. Das heißt, wenn wir irgendeine Lagrange-Dichte nehmen, die in völlig beliebiger Weise von diesen Bausteinen Phi plus, Phi minus abhängt, dann erfüllt die automatisch die Translationsbedingung. Und das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für das Phi minus. Also wenn Sie die Rechnung machen für Phi minus, dann sieht der Zwischenschritt hier anders aus, aber das Ergebnis ist genau dasselbe. Sie bekommen Phi minus an der verschobenen Stelle. Das heißt, es verhält sich wie gewünscht. Und daraus folgt jetzt, jedes L-Int von x, das eine beliebige Funktion ist von diesem Phi plus von x und Phi minus von x, verhält sich automatisch, wie es von dieser Gleichung 1 gefordert war. Wunderschön. Das heißt, wir können diese Translationsgleichung extrem einfach lösen, schlicht gesagt durch Fourier-Transformation von den Erzeugern und Vernichtern. Und da will ich nur mal kurz ein Beispiel angeben für eine nicht-relativistische Theorie, wie die so aussieht. Werden wir dann später auch noch anderswo mit einigen von Ihnen wieder aufgreifen, also die BCS-Theorie der Supraleitung. BCS-Theorie der Supraleitung. Das ist ja eine nicht-relativistische Feldtheorie für Elektronen im Festkörper. Und die hat so einen Wechselwirkungs-Hamiltonian, H-Int. Und der kann geschrieben werden als ein dreidimensionales X-Integral. Etwas verallgemeinert über X und X', also über zwei Orte wird die integriert mit einem Wechselwirkungspotential, V von X und X'. Und dann haben wir aber genau solche Größen hier, nämlich, sagen wir mal, Phi plus für ein Elektron mit Spin-up an der Stelle x. Also dieser Pfeil hier bedeutet Elektron mit Spin-up. Dann das entsprechende Phi minus mit Spin-up an der Stelle x. Und dann ein Phi plus mit Spin Down an der Stelle x' und ein Phi minus mit Spin Down an der Stelle x'. Sowas, das wäre jetzt der BCS-Hamiltonian. Und da nimmt man dann an, modellhaft, dass man hier eine leicht anziehende Wechselwirkung hat. Was man dann meistens macht, ist, man macht einige Näherungen, nimmt nur relevante Terme mit, macht eine Fourier-Transformation des Ganzen. Und dann kriegt man den BCS-Hamiltonian im Impulsraum. Und das ist das, was meistens in Lehrbüchern direkt am Anfang steht. Aber das steckt eigentlich dahinter. Das ist also völlig Standard, nicht-relativistische Feldtheorie, die genau die Bausteine nutzt, die wir gerade zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, es ist eine leichte Verallgemeinerung, weil der Hamiltonian jetzt nicht ein einfaches Integral über eine Lagrange-Dichte am Punkt x ist, sondern Doppelintegral, aber das ändert nicht viel. Translationseigenschaften gelten trotzdem genauso. Okay. Und was Sie hier eben sehen, ist, dieser Hamiltonian ändert niemals die Teilchenzahl. Denn der Hamiltonian enthält immer zwei Vernichter und zwei Erzeuger. Das heißt, jeder Zustand wird auf einen Zustand abgebildet, wo zuerst zwei Teilchen vernichtet und zwei andere Teilchen erzeugt werden. Das heißt, die Teilchenzahl des Zustands ändert sich nie, wenn Sie den Hamiltonian auf den Zustand anwenden. Das heißt, das beschreibt eine Theorie ohne Teilchenzahländerung. Und das ist erlaubt, weil es eine nicht-relativistische Theorie ist.
Und es ist, ohne jetzt in Details zu gehen, es ist natürlich klar, die BCS-Theorie ist eine extrem nicht triviale und sehr interessante, physikalisch reichhaltige Theorie, aber keine Teilchenzahländerung und keine Kausalität und keine relativistische Invarianz. Okay, das heißt, für relativistische Theorien reicht das nicht aus, diese Bausteine mit der Fourier-Transformation und dieses Phi plus Phi minus zu betrachten, sondern man muss mehr tun. Also, ich habe noch nicht bewiesen, dass die Theorie Kausalität verletzt, aber das kommt eben jetzt. Auf jeden Fall erstmal festzuhalten, Teilchenzahl wird nicht geändert. Und jetzt müssen wir eben schauen, ob diese Kausalitätsbedingung für solche Theorien gelten kann. Diese Vertauschung zwischen Lagrange-Dichten an raumartig getrennten Punkten muss 0 sein. Und mal schauen, wie sich unsere Bausteine Phi plus Phi minus in Bezug auf solche Kommutatoren an raumartig getrennten Punkten verhalten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10? Machen Sie bitte. Okay. Gut. Das wird rausgeschnitten. Okay. Auch recht gut. Ich habe dann zwar keinen Stoff mehr irgendwann, aber okay, gut. Also keine Teilchenzahländerung. Betrachten wir jetzt also. Wie viel wollte ich denn überhaupt noch machen? Sind Sie sicher, dass Sie nicht die Stunde? Okay. Also jetzt ist 12.00 Uhr. Okay, ich glaube es. Gut, also betrachten wir jetzt Kausalität. Haben Sie eine Zwischenfrage? Keine Zwischenfrage? Also, soweit klar. Gut, betrachten wir Kausalität. Die Kausalitätsforderung ist notwendig in relativistischen Theorien. Und dafür betrachten wir mal diese Kommutatoren an raumartig getrennten Punkten. Also für x minus y, 4er Quadrat kleiner als 0. So, dann nehmen wir jetzt also mal so einen Baustein von uns, Phi plus an der Stelle x, Komma, Phi plus an der Stelle y. Kommutator oder Antikommutator, je nachdem, ob wir Bosonen oder Fermionen haben. Was ist das Ergebnis dieses Kommutators? Die Definition steht oben drüber. Das heißt, das reduziert sich auf einen Kommutator von Vernichter A von P. Das reduziert sich auf einen Kommutator vom Erzeuger A Decker von P mit einem anderen Erzeuger A Decker von P'. Und was ist der Kommutator von zwei verschiedenen Erzeugern A Decker von P und A Decker von P'? Dieser Kommutator ist gleich 0. An zwei verschiedene Erzeuger an unterschiedlichen Impulsen oder auch am gleichen Impuls kommutieren miteinander. Das heißt, dieser Kommutator ist gleich 0. Als Randbemerkung schreibe ich nochmal auf, die Kommutatoren in verkürzter Form A mit A ist gleich 0, A Kreuz mit A Kreuz ist ebenfalls gleich 0 und A mit A Kreuz ist gleich dieses 2Pi hoch 3 mal 2P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion zwischen den Punkten. Also hier treten dann nur Erzeuger auf, die kommutieren, also ist dieser Kommutator Phi plus gleich 0. Genauso natürlich, wenn Sie Kommutator bilden, Phi minus von x mit Phi minus
von y ist das ebenfalls gleich 0, weil zwei verschiedene Vernichter ebenfalls kommutieren. Und das gilt sogar unabhängig von x und y, das heißt, es gilt, egal ob das jetzt raumartig oder zeitartig getrennte Ereignisse sind, das gilt grundsätzlich. Was ist aber jetzt, wenn Sie einen Kommutator betrachten zwischen phi minus von x und phi plus von y? Also Vernichter mit Erzeuger. Und dann passiert jetzt natürlich was, weil hier steht ein Integral über A, hier steht ein Integral über A-Decker. A und A-Decker kommutieren nicht. Das heißt, hier kommt im Allgemeinen irgendwas raus, was nicht null ist. Und wir müssen mal ausrechnen, was hier genau rauskommt. So, also rechnen wir. Das heißt, es gibt erstmal ein Doppelintegral, nämlich phi minus ist eben so ein dp-Schlange-Integral. dp-Schlange und phi plus ist dann ein dp-Schlange-Strich-Integral. Und dann haben wir jeweils eine Exponentialfunktion, nämlich einmal e hoch minus i px und einmal e hoch plus i p' mal y. Und dann haben wir den Kommutator zwischen dem Vernichter a von p und dem Erzeuger a Kreuz von p'. So, jetzt haben wir so eine typische Quantenfeldtheorie-Rechnung, die Sie mal eintrainieren müssen. Kann ich nur empfehlen, sowas selber mal öfter zu machen. Auf jeden Fall passiert jetzt das, dass hier dieser Kommutator ja eine Delta-Funktion gibt. Im Wesentlichen eine Delta-Funktion zwischen diesen zwei Impulsargumenten, aber mit einer Normierung 2π hoch 3 mal 2p0. Dann haben wir hier ein dreidimensionales Integral mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß. Das heißt, das dreidimensionale Integral löst genau die Delta-Funktion auf und liefert dann p ist gleich p'. Und die Vorfaktoren im Integralmaß kürzen genau die Vorfaktoren hier in der Normierung. Das heißt, am Ende fällt genau dieses Integral weg gegen den ganzen Kommutator und es verbleibt p ist gleich p'. Das heißt, das Ergebnis ist dann nur noch ein Integral, dp Schlange und hier der Exponent e hoch minus i px plus i py, p' ist zu p geworden und sonst bleibt nichts mehr übrig. Und dieses Integral kann ich nochmal verfeinert umschreiben, dp Schlange von e hoch minus ip mal der Differenz der Vierervektoren x minus y. Und das ist eine Funktion von x und y. Zunächst mal über ein Integral definiert, aber das ist eine wichtige Funktion und der gebe ich den Namen Delta plus von ma mit dem Argument x minus y. Das Ding hängt also offensichtlich von x minus y ab. Aber es hängt auch von MA ab, denn das Integrationsmaß hing ja ab von der Ruhemasse des entsprechenden Teilchens MA. Diese Funktion taucht hier also auf. Und diese Funktion ist ungleich 0. Ohne jetzt weiter das Integral oder diese Funktion genau auszurechnen, ist klar, dass das Integral keinen Grund hat zu verschwinden. Das ist letztlich eine Fourier-Transformation von einer nicht verschwindenden Größe. Und die verschwindet auch nicht. Also hier kommt irgendwas raus, was nicht null ist. Und das ist eben der entscheidende Punkt, denn wir hatten ja die Frage gehabt, was ist das Ergebnis des Kommutators von zwei solchen Bausteinen an raumartig getrennten Punkten. Und hier kriegen wir das Ergebnis, das ist nicht null. Das heißt, diese Bausteine hier, die sind noch nicht kausal, die erfüllen also keine kausalen Vertauschungsrelationen. Eine Randbemerkung zu dieser Funktion und zu raumartig getrennten Punkten. Falls wir also wirklich x minus y zum Quadrat kleiner als 0 haben, dann kann man ohne Beschränkung der Allgemeinheit ein Bezugssystem wählen, in dem die zwei raumartig getrennten Punkte sogar gleichzeitig sind. Wir können das immer durch eine Lorentz-Transformation erreichen. Und dann ist dieses x minus y als Vierervektor
ohne Beschränkung der Allgemeinheit einfach so 0, 0, 0. Und dann haben wir nur noch eine Z-Koordinate Z. Das heißt, wir machen eine Lorentz-Transformation und dann noch eine Drehung. Und dann sind die Ereignisse gleichzeitig und unterscheiden sich nur in der Z-Koordinate. Und dann können wir mal in diesem Bezugssystem die Größe noch ein bisschen näher aufschreiben. Delta plus von MA von x minus y ist jetzt eben gleich dieses Integral. Wenn ich das Maß mal aufschreibe, d3p geteilt durch 2pi hoch 3 mal 2 mal dieser Wurzel p-Vektor-Quadrat plus ma-Quadrat. Und im Zähler haben wir dann e hoch minus i p mal der Differenz. Und die Differenz ist jetzt einfach das z. Das heißt, wir bekommen hier e hoch minus i mal der 3-Komponente p3 mal z. Also setzt das Integral. Und hier können wir eine Variablensubstitution machen. P3 wird durch minus P3 ersetzt. Über P3 wird ja integriert. Und wenn wir diese Substitution machen, bleibt das Integralmaß gleich. Aber im Exponent ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, wir bekommen dann ist gleich P3P durch denselben Nenner. Aber im Zähler ändert sich im Exponent das Vorzeichen. Und daraus folgt, dass wir diese raumartig getrennten Punkte, wo wir OBDA so einen Vierervektor ansetzen können, die Funktion nicht vom Vorzeichen dieser Differenz x minus y abhängt, sondern letztlich nur vom Betrag. Das heißt, das ist dann gleich Delta von MA plus von y minus x. Das ist symmetrisch. Wenn man sich genau überlegt, sieht man, das hängt nur von x minus y zum Quadrat ab. Aber insbesondere hängt es nicht vom Vorzeichen ab. Das ist wichtig. Aber wie dem auch sei, der Kommutator ist ungleich 0. Das heißt, so eine nicht-relativistische Feldtheorie oder allgemein eine Feldtheorie, die so aussieht wie der Hamilton-Operator da oben, mit einem expliziten Auftauchen von Phi plus und Phi minus, da werden dann Wechselwirkungen an raumartig getrennten Punkten keinesfalls kommutieren. Und damit sind solche Ansätze für relativistische Theorien nicht brauchbar. Gut, was können wir als Lösung ansetzen? Als Lösung konstruieren wir jetzt eine neue x-abhängige Größe, die Kausalitätseigenschaften erfüllt. Und diese Größe ist eine Linearkombination von diesem Phi plus und Phi minus. Das heißt, wir definieren jetzt als neuen Baustein mal eine Größe Phi von x. Und die ist definiert zunächst mal als unbestimmte Linearkombination Lambda mal Phi minus von x plus Kappa mal Phi plus von x. Und das spiegelt wieder unsere Überlegung vom letzten Mal, dass in einer relativistischen Theorie je nach Bezugssystem dasselbe Ereignis aussehen kann wie eine Emission oder eine Absorption und deswegen Emissions- und Absorptionsamplituden miteinander verknüpft sein sollten. Und hier machen wir jetzt eben genauso einen Ansatz, wo wir ein Feld nehmen, ein
Quantenfeldoperator Phi von x, der eine Linearkombination von Größen mit Vernichtern und Größen mit Erzeugern ist. Und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Nehmen wir jetzt also wieder raumartig getrennte Ereignisse, x minus y kleiner als 0, und rechnen nun den Kommutator aus von dieser Gesamtgröße Phi, von dieser Linearkombination. Also zunächst mal Phi von x mit Phi von y, Kommutator bzw. Antikommutator. Ja, was liefert das? Der Kommutator enthält jetzt vier Terme. Einmal Phi minus mit Phi minus gibt 0, Phi plus mit Phi plus gibt 0, dann Phi minus mit Phi plus, das gibt nicht 0, und Phi plus mit Phi minus gibt ebenfalls nicht 0. Wenn wir die vier Terme dann zusammenfassen, die nicht 0 geben, sind die mit Phi minus und Phi plus, die werden dann multipliziert mit Lambda und Kappa, Lambda mal Kappa, und dann gibt es zwei Terme. Einmal gibt es den Term Lambda Phi minus hier, Kappa Phi plus hier, gibt dann Lambda mal Kappa mal den Kommutator Phi minus von x mit Phi plus von y. Und dann gibt es den Term Kappa Phi plus hier mit Lambda Phi minus dort. Gibt Lambda mal Kappa mal den Kommutator Phi plus an der Stelle x mit Phi minus an der Stelle y. So. Wie können wir das jetzt vereinfachen? Dieses hier gibt unsere gerade eingeführte Funktion, die nicht verschwindet, Delta von x minus y. Das hier gibt auch so etwas Ähnliches wie Delta von x minus y, aber genauer gesagt müssen wir dann den Kommutator umdrehen. Das Delta ist ja definiert so, dass Phi minus steht links, Phi plus steht rechts im Kommutator. Und dann würde das eben Delta von y minus x liefern. Aber das ist das gleiche wie Delta von x minus y, wie wir gerade bewiesen haben. Das heißt, beide Kommutatoren geben Phi Delta von x minus y. Und die werden jetzt addiert. Und dann gibt es zwei Varianten. Nämlich einmal haben wir hier bosonische Vertauschungsrelationen. Okay, ich schreibe erstmal unten drunter. Das hier liefert auf jeden Fall Delta plus MA von x minus y. Und dieser Kommutator, den müssen Sie erstmal rumdrehen. Und wenn Sie den Kommutator rumdrehen, dann gibt es im bosonischen Fall ein Minus, im fermionischen Fall ein Plus. Und dann haben wir hier ein Delta Plus von M A von y minus x. Das ist aber das gleiche wie das andere Delta. So, und jetzt passiert eben was Wunderbares, nämlich im Fall der Bosonen haben Sie Delta minus Delta gibt 0. Im Fall der Fermionen haben Sie Delta plus Delta gibt 2 Delta, ist nicht 0. Das heißt, wir kriegen Lambda mal Kappa mal 0 im Falle der Bosone und 2 mal Delta MA plus von x minus y im Falle der Fermionen. Und da dieses Delta nicht 0 ist, ist also im Falle der Fermionen absolut unmöglich, dass dieser Kommutator hier 0 wird, egal wie wir die Linearkombination wählen. Dagegen im bosonischen Fall ist der Kommutator hier automatisch 0 für jede Linearkombination. Das ist also wunderschön. Aber wir sind noch nicht fertig. Nämlich, wir haben jetzt diese Konstruktion gemacht, Phi als beliebige komplexe Linearkombination von Phi plus Phi minus. Das heißt, Phi ist jetzt kein hermitischer Operator. Das heißt, man sollte auch checken den Kommutator von Phi plus, Phi von x mit Phi Decker von y. Denn Phi und Phi Decker sind jetzt verschieden und für beide Operatoren sollte Kausalität gelten. Also rechnen wir diesen Kommutator ebenfalls aus.
Was ist das Ergebnis für diesen Kommutator? Da schreibe ich mal das Innere hin. Also Phi auf der linken Seite liefert dann Lambda mal Phi minus plus Kappa mal Phi plus, wenn wir die Argumente mal weglassen. Und dieses Phi Decker, das wäre jetzt das hermitisch Adjungierte, also Lambda Stern mal Phi plus plus Kappa Stern mal Phi minus. Die Argumente habe ich weggelassen, die sind x und y. Was taucht jetzt auf als nicht verschwindender Kommutator? Jetzt taucht auf als nicht verschwindender Kommutator der Phi minus mit Phi plus. Der wird multipliziert mit Lambda mal Lambda Stern. Das liefert uns also Lambda Komplex Betragsquadrat. Lambda Betragsquadrat. Und das wird dann multipliziert mit dem Kommutator von Phi minus mit Phi plus. Und das ist eben unser Delta plus m a von x minus y. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Kommutator Phi plus mit Phi minus mal Kappa, Kappa Stern. Das gibt Kappa Betragsquadrat. Kappa Betragsquadrat. Und das ist auch dann multipliziert mit demselben Delta plus von x minus y. Und was ist das Vorzeichen vor diesem Term? Wiederum, wenn wir bosonische Zustände haben, dann müssen wir den Kommutator in der Reihenfolge ändern und kriegen ein Minus. Im Falle von Fermionen aber kriegen wir ein Plus beim Rumdrehen des Kommutators. So, und jetzt sehen Sie, unter welchen Bedingungen wir alle Kommutatoren auf Null setzen können. Erstens, für Fermionen ist es vollkommen unmöglich, denn der erste Kommutator bereits kann niemals Null werden. Das heißt, unsere Teilchen, die wir hier betrachten, können auf keinen Fall Fermionen sein und gleichzeitig kausale Wechselwirkungen erlauben. Das heißt, kausale Wechselwirkungen für diese Teilchen müssen, diese Teilchen können nur kausale Wechselwirkungen machen, wenn sie Bosonen sind. Zweitens, damit aber die Operatoren kausale Eigenschaften haben, müssen die Teilchen nicht nur bosonisch sein, sondern diese Linearkombination in dem Phi, die muss so gewählt werden, dass hier eine Null rauskommt. Und wann kommt hier eine Null raus? Wenn Lambda Quadrat gleich Kappa Quadrat ist, das heißt Lambda und Kappa müssen betraglich gleich groß sein, entsprechend genau dieser physikalischen Einsicht vom letzten Mal, dass Absorptions- und Emissionsamplitude gleich groß sein müssen. Das kommt hier also genau heraus. Schreiben wir das also alles auf. Fermionisch liefert keine kausalen Vertauschungsrelationen möglich. Bosonisch. Dann sind kausale Vertauschungsrelationen möglich. Aber nur dann, wenn wir Betrag Lambda gleich Betrag Kappa setzen und natürlich auch ungleich Null. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir die Phase von den ganzen Operatoren so ändern, dass Lambda und Kappa einfach gleich sind. Zum Beispiel gleich 1, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, Lambda gleich Kappa gleich 1. Das ist die erste Konsequenz, dass wir also für unsere Teilchen eine bestimmte Statistik herausfinden. Nur bosonische Statistik ist mit Kausalität überhaupt verträglich. Und das Zweite ist, dass wir jetzt eine Form gefunden haben für so einen kausalen Feldoperator, der korrekte Vertauschungsrelationen erfüllt. Also
kriegen wir ein kausales Feld. Und ich erinnere nochmal an den Anfang. Der Anfang war, dass wir Teilchen gefordert hatten, die außer dem Impuls keine weitere Eigenschaft haben. Das bedeutet, wir hatten Spin-Null-Teilchen vorausgesetzt in unserer ganzen Rechnung. Und für dieses Spin-Null-Teilchen gilt unser Ergebnis. Nun haben wir ein kausales Feld für Spin-Null-Teilchen. Phi von x ist gleich ein Integral dp Schlange. Und jetzt kommt eben diese Linearkombination Lambda Phi minus plus Kappa Phi plus. Und Lambda und Kappa sind auf 1 gesetzt. Das heißt, wir haben einfach eine Linearkombination von den Erzeuger- und Vernichtertermen hier in dem Integral. Also einmal a von p mal e hoch minus ipx plus a Decker von p mal e hoch plus ipx. Und dieses kausale Feld, dieser kausale Feldoperator ist jetzt hermitisch. Das gleiche wie Phi Kreuz von x, weil wir Lambda und Kappa beide auf 1 gesetzt haben, was der n ist. Also hermitisch. Oder manchmal auch einfach reell bezeichnet. Und für dieses kausale Feld schreibe ich nochmal auf, was wir jetzt wirklich bewiesen haben, den kausalen Kommutator Phi von x mit Phi von y. Kommutator mit Minus ist gleich 0 für raumartig getrennte Punkte x minus y Quadrat kleiner als 0. Das sind unsere zwei zentralen Hauptergebnisse. Und jetzt können wir mit diesem verbesserten Baustein, diesen kausalen Quantenfeldoperator, endlich kausale Wechselwirkungen aufschreiben und formulieren, die alle Bedingungen erfüllen, die wir an den Anfang gestellt hatten. Jedes L-Int, was jetzt eine beliebige Funktion ist von diesem kausalen Feldoperator, beliebige Funktion von Phi von x, erfüllt alle Bedingungen, die wir gestellt hatten, also die Bedingung 1 und die Bedingung 2. Nochmal zur Erinnerung, die Bedingung 1 war einfach die Translationseigenschaft. Wenn wir von rechts und links mit einem Translationsoperator multiplizieren, ändert sich das Argument von x zu x plus a. Und das galt ja schon für phi plus, phi minus und natürlich erst recht für phi als Ganzes. Und darüber hinaus erfüllt jetzt die Lagrange-Dichte kausale Vertauschungsrelationen, weil die Bausteine drin bereits kausale Vertauschungsrelationen erfüllen. Das heißt, hiermit haben wir jetzt eine Möglichkeit, relativistische Quantenfeldtheorien zu konstruieren und relativistische Hamiltonians zu konstruieren, die kausale Eigenschaften haben. Ja, und damit sind wir am Ende der Stunde. Ich kann nochmal hier kurz zusammenfassen, was wir jetzt heute insgesamt erreicht haben. Also die Translationsinvarianz alleine erlaubt zum Beispiel solche Theorien wie die BCS-Theorie oder viele andere Festkörper oder ähnliche Theorien. Und die enthält, wie gesagt, keine Teilchenzahländerung. Dagegen, wenn wir Lokalität und relativistische Invarianz und Kausalität zusammenfordern, dann brauchen wir diese Bausteine, die wir gerade konstruiert haben, also diese kausalen Feldoperatoren. Und diese kausalen Feldoperatoren haben diese Anatomie, die hier links steht, nämlich die enthalten immer eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern
mit denselben Vorfaktoren. Und das entspricht physikalisch eben dem Phänomen von der letzten Stunde, Absorption und Emission. Und daraus, dass dieser Feldoperator eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern enthält, folgt natürlich, dass die Teilchenzahl auf keinen Fall erhalten sein kann. Weil es gibt auf jeden Fall, wenn Sie dieses auf einen Zustand anwenden, enthält das Ergebnis einen Anteil mit erhöhter Teilchenzahl und einen Anteil mit erniedrigter Teilchenzahl. Damit ist die Teilchenzahl nicht erhalten. Jeder Hamilton-Operator, jede Lagrange-Dichte, die Sie daraus aufbauen, liefert immer Teile, wo die Teilchenzahl erhöht wird, Teile, wo die Teilchenzahl erniedrigt wird oder Teile, wo die Teilchenzahl gleich wird. Daraus folgt die Teilchenzahl auf jeden Fall nicht erhalten. Muss Teilchenzahl ändernde Terme enthalten. Gut, und einfach als Ausblick auch auf das Übungsblatt. Wir hatten das Ganze jetzt durchgezogen für Spin-0-Teilchen. Die Spin-0-Eigenschaft wurde nie betont. Was allerdings einfach betont wurde, war, dass der Impuls die Teilchen eindeutig charakterisiert. Und bei Spin-ungleich 0 ist das nicht der Fall. Bei Spin-1,5 beispielsweise brauchen Sie neben dem Impuls noch einen Index Sigma, der plus minus 1,5 sein darf. Und dann werden die entsprechenden Herleitungen für die Kommutatoren geändert. Aber für Spin-0 galt eben alles, was wir gemacht haben, und dann folgte: Spin-0-Teilchen können nur kausale Eigenschaften haben, wenn sie Bosonen sind. Wenn Sie das gleiche jetzt für Spin-1,5 durchziehen, kriegen Sie, dass Spin-1,5-Teilchen Fermionen sein müssen. Und so weiter. Das heißt, es gibt einen allgemeinen Zusammenhang, dass nämlich Spin 0, 1, 2 und so weiter, also ganzzahlige Spins, müssen bosonisch quantisiert werden. Dagegen Spin 1,5, 3,5 und so weiter müssen fermionisch quantisiert werden. Das ist das sogenannte Spin-Statistiktheorem aus der Quantenfeldtheorie. Und Sie sehen eben, dass das eine interessante Konsequenz ist, denn diese Eigenschaft, bosonisch oder fermionisch zu sein, ist ja eine makroskopisch relevante und makroskopisch beobachtbare Eigenschaft. Bosonen wie Photonen können sich kohärent zu elektromagnetischen, makroskopisch beobachtbaren Kraftfeldern überlagern. Dagegen für Fermionen wie Elektronen oder Protonen gilt das Pauli-Prinzip und Sie bekommen dann stabile Atome mit Schalen und Moleküle und chemische Bindungen, also stabile Materie. Das heißt, diese Eigenschaften sind makroskopisch und im Alltag extrem wichtig und extrem unterschiedlich. Aber der Zusammenhang kommt nur aus der relativistischen Quantenfeldtheorie mit dieser Kausalitätsüberlegung, die ja darauf beruht, dass Überlichtgeschwindigkeitsinformationsübertragung nicht möglich ist. Das ist ein interessanter, nicht so offensichtlicher Zusammenhang, den wir hier aber hergeleitet haben.